Ich zeige dir jetzt eine total einfache Übung, die ich auch nutze, um Willi beizubringen, mit der Nase Gegenstände anzuzeigen. Und das dient im Grunde als Vorbereitung für die Fährte, beziehungsweise ein Mosaikstein, den man fürs Fährtentraining braucht. So, und die Übung ist eigentlich total einfach und kann man auch bei Regenwetter gut drinnen machen. Da liegt der Gegenstand. Ja! Und da ist das Futter. Das ist eigentlich schon alles. Ich lege den Gegenstand hin. Willi zeigt mit der Nase drauf. Dann kommt der Positivmarker. Ja, in meinem Fall. Manche haben Klicker oder was auch immer. Und dann kommt eine kleine Ladung Futter. Und sobald Willi wieder mit der Nase drauf zeigt, ja, kriegt er die nächste Ladung Futter. Und das war's eigentlich schon. Was ich an der Stelle immer wieder gerne mache, ist die Gegenstände zu tauschen, damit der Willi einfach auch kapiert, so, ja, da war er mit der Nase drauf, also kriegt er was. Hier, da ist der Futter. So. Ja. So, also man sieht, der Willi, ich habe es jetzt 3-4 Mal gemacht, der Willi hat das jetzt schon sofort kapiert, was hier zu tun ist. Ja. Ja. So, das heißt, sobald der mit der Nase auf dem Gegenstand ist, kommt der Positivmarker und dann das Futter. Und nachher auf der Fährte muss er sich dann natürlich noch hinlegen. Aber das, ja, das ist jetzt eine schöne Übung, um einfach schon mal in Willis Kopf verankert zu kriegen, okay, Gegenstand anzeigen, es gibt was Leckeres. Ja! So, das war eigentlich die Übung. Jetzt zeige ich dir noch eine andere Übung, die ist ähnlich oder vergleichbar. Hat jetzt für mich so viel nicht mit der Fährte zu tun, die mache ich einfach nur zwischendurch mal zur Auflockerung. Da muss der Willi meine Hand berühren. Und dann gibt es eben Futter und ja, der Willi ist ein ganz cleverer, 2-3 Mal hat gereicht, dann hat der Willi das geschnallt. Das Kommando heißt Touch, Touch, ja, Touch, ja. So, ganz einfach, zwischendurch einfach mal, wenn es was... Ja, hier machst du schon freiwillig Platz. Ne? Guck mal, ich habe letzte vor ein paar Tagen zur Motorik die Kommandos ergänzt und jetzt macht Willi freiwillig schon Platz, obwohl er das eigentlich noch gar nicht wirklich kapiert hat. Aber das hat er anscheinend hier kapiert, dass das Futter hinter meinem Rücken steht. Holst dir. Ja, fein. So, komm hin. So, sitz und mach Platz. Platz. Ja! Da kommt das Futter aus der anderen Hand. Nie die gleiche Hand nehmen fürs Futter, da stellt der Hund sich super schnell drauf ein. Und dann Touch, ja. Und dann passiert nichts mehr. So ist fein, mein Freund. Ja, so ist fein. Und Platz. Ja. Da kam das Futter. Jawohl, fein. Jetzt waren beide Hände hinterm Rücken und er hat es okay gemacht. Gut, ist erst 12 Wochen, glaube ich. Ne? Also Geschwindigkeit und so spielt er jetzt noch keine Rolle. Hauptsache, er macht, was er machen soll. Da liegt der Gegenstand. Ja, fein. Und zwischendurch mal wieder Gegenstand reinbringen. Und den Gegenstand mit der Nase anzeigen. Am besten einen Gegenstand nehmen, den der Hund nicht frisst. Der Willi nimmt alles in den Mund und pfeift sich das sonst rein. Nee, guck mal hier. Da. Ja. Das machst du fein. Ja. Und sitz. Wer das jetzt nicht, der ist weg. Der ist weg. Sitz. Ja. Und Platz.
Platz? Richtig Platz? Ja! Fein, Mann, ja, dann machst du fein! Fein, 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 fein! Fein, 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 guck mal, schau eins hier! So, und naja, das ist halt so eine Übung, die man eben auch drinnen machen kann, wenn es regnet und fies ist. Wobei ich ehrlich gesagt mit dem Hund bei jedem Wetter rausgehe. Also normalerweise gibt es da keine Gnade. Nur heute. Heute habe ich keinen Bock gehabt, bei Regenwetter rauszugehen. Ja, guck mal, da legt er sich sogar freiwillig hinten vor den Gegenstand. Ja, fein machst du das. Fein. Prima. Also sehr frühes Stadium. Normalerweise muss er sich jetzt nicht hinlegen vor den Gegenstand. Das war jetzt Zufall. Nachher sollte er es natürlich machen. Das, was ich jetzt hier wirklich nur mache, ist mit der Nase auf den Gegenstand zeigen. Ja, da hast du es. Das ist alles. Und später dann vor den Gegenstand hinlegen und noch später das Ganze auf der Fährte machen. Ja, und das war eigentlich mein kurzes Video hier zum Thema Indoor-Training bei Regenwetter. Touch! Ja!